Mahlzeit und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen mit Raudel. Heute habe ich wieder kein Kochbuch, sondern ein kleines Flascherl. Und was da drin ist, das sind Tonkabohnen. Und von diesen Tonkabohnen, da braucht man gar nicht viel, denn sonst schmeckt es zu sehr nach Vanillig oder was weiß ich. Ich habe ja noch nie was gemacht damit. Da mache ich heute eine Panna Cotta mit Tonkabohne. Statt der Vanille kommt da Tonkabohne rein. Und eine Panna Cotta habe ich schon oft gemacht und das geht ganz, ganz einfach. Und man braucht auch gar nicht viel dazu. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Für das Tonkabohnen Panna Cotta brauche ich folgende Zutaten. 3 Blatt weiße Gelatine, eine Tonkabohne, 500 Gramm Schlagsahne und 50 Gramm Zucker. Das ist jetzt wirklich nicht viel und das hat fast jeder daheim. Außer die Tonkabohne natürlich. Aber wenn ihr ein normales Panna Cotta machen wollt, dann tut es einfach statt der Tonkabohne eine Vanilleschote rein. Das ist auch gut. Als erstes weiche ich jetzt die Gelatine in ein kaltes Wasser ein. Wichtig ist, dass das Wasser kalt ist, denn wenn ihr ein warmes Wasser nehmt, dann löst sie die Gelatine nämlich schon gleich auf. Und eine Tonkabohne muss ich jetzt fein reiben. Möglichst in der Muskatreibe steht drinnen, aber meine Muskatreibe ist ja besetzt. Und zwar von der Muskatnuss. Und die ist drinnen nicht mehr ganz sauber, bis ich da den Geschmack der Muskatnuss rausbringe. Also probiere es anders. Ich nehme jetzt diese Reibe her und da schaue ich mal, wo sie runterkriege. Das hat ja ganz gut geklappt und die Finger sind auch noch heil geblieben. Wenn jetzt auch da ein bisschen so Breckerl drinnen haben, das ist jetzt nicht schlimm, denn das wird ja am Schluss sowieso gesiebt. Nun gebe ich die Sahne in ein Töpfchen. Dazu kommt der Zucker. Und die Tonkabohne. Das lasse ich jetzt aufkochen und 15 Minuten köcheln. Dabei immer wieder umrühren, damit sie da unten nicht irgendwas anbrennt. Eine Viertelstunde hat jetzt die Sahne gekocht. Jetzt gebe ich die Gelatine dazu. Die drücke ich aus und lasse einfach reinfallen. Normalerweise darf da nichts passieren, das müsst ihr gut auflösen. Aber nicht mehr aufkochen natürlich danach. Denn sonst nutzt die Gelatine nichts mehr. Die heiße Panna Cotta siebe ich jetzt durch. Da haben jetzt auch dann die Breckerl alles an heraus und es ist nur noch die reine Panna Cotta da. Und der Geschmack ist trotzdem drinnen. Und dann kann ich es schon in die Förmchen verteilen. Die habe ich zuerst mit kaltem Wasser ausgewaschen. Und wie ihr seht, das wären genau 4 Förmchen. Da ist ein bisschen weniger drin. Das kriegt mein Mo, weil der mag eigentlich gar nichts Süßes. Das muss jetzt für ungefähr 6 Stunden in den Kühlschrank. Am besten sogar über Nacht. Und wenn es fertig ist, sehen wir uns wieder. Bis dann. Und so schaut's aus, wenn es fertig ist. Die Panna Cotta mit der Tonkabohne. Ein bisschen Himbeere dazu. Und ein wenig Schokolade. Ich freue mich schon. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal.